kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 3 mit Mods. Mr. Riordian, Azaru sagte, dass eine gewisse seltsame Person mit dir gesprochen hat. Du meinst den flüchtigen Wanderer? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich auf ihn ansetzen würde. Worüber hast du mit ihm gesprochen? Er wollte dem Wasserkreis die Treue schwören. Ich würde sie gerne annehmen, aber dafür ist Saturas zuständig, nicht ich. Aber ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um ihm zu helfen. Er hielt eine gute Ausrüstung und genügend Proviant, um nach Al-Shaddim zu gelangen. Ich schätze, er ist jetzt auf halbem Weg dorthin. Du kannst ihn im Moment nicht von einem anderen Nomaden unterscheiden. Ich bezweifle, dass du ihn finden würdest. Wir werden sehen. Okay, dann klärt sich ja zumindest das mal auf, was mit diesem Typen ist. Ich dachte gar nicht, dass sich das so zieht mit diesem Wanderer da. Hm? Okay, dann würde ich mal sagen, wir reisen jetzt zurück nach Raga. Komm mit, Ayla. Wir beeilern uns jetzt. Diego ist ja auch noch irgendwo verschollen. Den muss ich nochmal wiederfinden, um ihn wegzuschicken. Beziehungsweise, wenn ich nochmal ein Level up habe, dann reicht auch nicht. Ich brauche mehr Lernpunkte. Ja, meine Verteidigungswerte sind aber recht passabel eigentlich auch mit dieser Rüstung und ich höre noch Schakale. Mit dieser Rüstung und dem Helm. Der Helm ist ja wirklich verdammt gut. Aber erstmal bringen wir jetzt die gute Ayla nach Hause. Können auch eigentlich hier oben lang gehen, ne? Kommst du hier hoch, Ayla? Ich finde es cool, dass ich jetzt in der Wüste bin. Wir sind ja noch Snapper. Lässt du das bitte? Jetzt, wo ich die Biester. Die Biester. Jetzt, wo ich die Schildparade habe, hauen mich die Gegner auch nicht mehr so leicht um. Ne? Bin irgendwie ein bisschen resistenter geworden gegen diese. Gegen das Umschmeißen. Sind ja auch noch welche. Das hast du jetzt davon. Ganz genau. Das hast du jetzt davon. Wer würde das zu einem Snapper sagen? Außer Ayla. Tja, wo ist Diego? Das frage ich mich noch. Diego würde ich schon ganz gerne mal wieder sehen. Jetzt. Vor allem, ich brauche ihn ja auch, wenn ich Meisterdieb lernen will. Das ist eigentlich jetzt schon sehr ungünstig wieder. Diego! Cool. Ich glaube, das sind alles die Teleportsteine, die ich ihm geben kann. Lauf zurück. Okay, Diego bleibt dann im Raga.
spricht mich jetzt nicht noch dieser Typ an und sagt, er will Eile abgeben? Und ging das nicht auch mit... Hörst du hier keine Zaubertricks? Eine weise Entscheidung. Ging das nicht auch, dass wenn man Leute, die eine Waffe in der Hand halten, verzaubert, dass man dann immer die Waffe bekommt? Ich glaube, das ging, ne? Warte! Was willst du? Ich will dir ein Angebot machen. Du hast Ayla befreit. Ich gebe dir 500 Goldstücke für sie. Sie ist frei. Was willst du mehr? Nein, ich bringe sie selbst zurück. Ganz wie du willst. Übrigens. Ich habe Takla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Ich habe mich um Malir gekümmert. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. Ich muss sagen, ich finde diese Rüstung richtig schön. Die echt cool. Ich bringe dir Ayla zurück. Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Asaru uns keine Probleme mehr bereitet. Asaru ist kein Problem mehr. Gut, dann kümmere dich jetzt um irgendwas anderes. Hier, gib ein wenig Gold aus. Schön. So, haben wir in Braga jetzt noch was zu tun? Also ich würde sagen, Braga und so, das machen wir auch alles später. Dass wir hier was befreien. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Hier noch eine Quest. Ah ne, Kopfgeldjagd Braga ist auch noch da, ne? Das ist immer so doof, dass man diese Quest dann offen hat. Weißt du? Einen guten Rat. Sei vorsichtig. Das ist irgendwie richtig doof gelöst. Das ist immer so gelöst, dass man nur für die Assassinen spielen kann, wenn man alle Quests abschließen will. Das gefällt mir gar nicht. Nichts zu holen. Naja, wir reisen mal nach Ben Erai. Und hier können wir uns auch noch eine weitere Kiste schnappen. Die laufen alle so seitlich. Ah! Ich will nicht, dass er mich krank macht. Muss ja immer noch. Sieh dich. Oder Schuss. Mit dir denn da hinten? Schüchtern? So, und in diese tolle Höhle, da muss ich jetzt rein. Hier wohnen nämlich die Ogas. Alter, wie viel Schaden ich denn jetzt schon ziehe. Richtig gut. Nee, kommt er da nicht raus? Ihr Dussel? Was ist mit euch? Hier in der Höhle regnet's. Geflickte Truhe, hier ist das Lesen sehr wichtig. Ich betone es nochmal. Es heißt geflickte Truhe. Nicht das, was ihr wieder dachtet. Großvaters Erbe, Teil 2. Und diese kleine Goblins.
Kapselträger. Lasst es doch mal. Der Büchervernichter und die fanatische Bestie. So, was hat er? Pille des Glücks. Wirkt nicht immer. Adonis Träne nochmal, sehr gut. Schön, schön, schön. Hier regnet's rein. So, dann schauen wir mal. Wo ist denn das jetzt hier? Ah, da. Das zweite Buch, Großvaters Erbe. Unsere Aufgabe war es, ihn zu beseitigen, dessen unzählige Untaten allen Schrecken versetzten. Uns verhöhnend schrieb er stilles Zeugnis seiner Taten bei jedem seiner Opfer. Leid und Verzweiflung trübten die Aussicht, und doch waren wir auf der Jagd nach ihm. Wir lösten hier Probleme und erhielten dort zum Dank neue, gewaltige Aufgaben. Schwer lasteten die Herausforderungen auf unseren Schultern, zu schwer für einige von uns. Und so verloren wir einige Brüder gleich am Anfang unserer Jagd. Nein, nicht, dass ich an unserem Ziel zweifle, doch müssen schon jetzt die ersten Opfer erbracht werden? Teuer haben wir bezahlt. Trauert um die gefallenen Streiter, um die gefallenen Brüder. Doch verzagt nicht, denn sonst ist ihr Opfer umsonst gewesen. Nachdem er einige von uns hinweggerafft hatte, floh er nach Norden. Sicher wird er die Städte meiden. Aber ganz ohne Mauern wird er nicht auskommen, wenn er sich uns widersetzen will. Aha. Ja, ich weiß nicht genau, wer er ist. Vielleicht gibt ja das dritte Buch nochmal Aufschluss darüber, aber mal gucken. Was mit euch da hinten? Hier regnet es jetzt auch, weil hier genau der Übergang nach Mythana ist. Aber in der Wüste darf es nicht regnen. Kann es nicht regnen. Oh, da sind Löwen. Löwen haben 1000 Lebenspunkte, krass. Oh, shit. Ey, 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 ey. Oh, shit. Ich bin sowas von tot. Oh. So geil, dass ich jetzt mehr Ausdauer habe, dann kann ich viel länger laufen. Aua, 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 aua. Hey! Mann, 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 Mann. Löwen. Überlegt euch schon alleine, wie krass das ist, ne? Mal ernsthaft, ein Mensch hat so schon überhaupt null Chancen gegen einen Löwen, ne? Aber dann gegen ein ganzes Rudel Löwen kämpfen, ist schon heftig. Muss man ja sagen. Wo war denn noch ein Löwe? Irgendwo war da noch einer. Hä? Keine Ahnung. Was gibt's denn hier noch so an dieser Oase? Noch mehr Löwen.
Shit, das sind echt viele, Mann. Oh. Freunde. Oh shit, ich bin tot. Ich weiß, ich sag das immer. Aber die Chance ist ja auch 50-50, dass man dann stirbt, ne? Zack. Da regnen die Erfahrungspunkte. Bring echt fantastische Erfahrung. Hey, was ist denn da? Da ist doch jemand im Wasser. Crocodile Dundee ist da. Kommst du da bitte raus? Chillt er hier einfach? Deine Eidechse ist da auch. Ah, und da ist diese Lotusblüte. Wir vorher mal gesucht haben für diesen Trank, ne? Habe ich jetzt davon. So, erstmal ein Aspirin hier. Wo ist er? Ist da noch ein Krokodil? Ne, das ist die Eidechse, die da auch Wellen schlägt. Kann ich die nicht abschießen? Ja, ich glaube nicht. Guck mal, selbst das haben manche modernen Spiele nicht, dass man irgendwo reinschießt und dass das dann solche Wasserwellen schlägt oder so, ne? Da sind noch mehr Löwen. Krass, Alter, was sind hier denn? Hier sind ja richtig viele Löwen. Über ein räudiger Bastard. Sehr, sehr nice. So, treibt sich hier auch noch jemand rum? Irgendwo waren hier noch so Räuber. Ich meine, hier waren auch irgendwo so Untote. Da sind noch mehr Löwen. Was geht hier mit den Löwen ab? Hey. Oh shit, ich bin tot. Oh. Oh shit. Hey, kann ich Löwen nicht blocken? Doch. Schlitz. Da sind die Untoten. Wudriger Zombie. Verfluchter Gelehrter. Komischerweise
ist es hier so, wenn die Untoten laufen, immer hat man FPS-Einbrüche. Das ist mir schon bei der letzten Version eingefallen. Also manche Untoten spezifisch sorgen dafür, dass irgendwie die Frames einbrechen, weil er dann irgendwas nicht berechnen kann. Oder nicht so gut berechnen kann. Wie tanky diese Bastard einfach sind. So, was habt ihr hier Schönes? Ein Lagerfeuer? Aber das ist in der Wüste schon immer so ein Problem gewesen, dass hier einfach immer mal wieder so Frame-Einbrüche kommen. Irgendwo hier war noch Räuber, aber ich weiß nicht wo. Hm. Hier vielleicht? Da sind sie doch. Jespers. Warte mal. Kann ich mit euch reden? Hey, du. Geld oder Leben? Versuchst du mich auszurauben? Natürlich nicht. Es ist nur ein Darlehen. Ein Darlehen mit unbegrenzter Laufzeit. Er mit dem Gold. Nee. Von mir bekommst du nichts. Du hast es so gewollt. Dir werde ich's zeigen. Ja, hier brechen jetzt schon wieder die FPS ein. Bleib stehen. Oh. Oh. Hey, soll das? Aber das Rufsystem ist schon angepasst. Man hat jetzt dafür auch rufbar den Assassin noch bekommen. Ich weiß nicht, ob das sonst so war. So, wenn wir gerade schon mal hier sind, dann können wir uns auch um die Crawler kümmern. Ich muss aber auch unbedingt noch mehr Mana lernen. Ich glaube, wenn ich Meisterdieb gelernt habe, dann kümmere ich mich auch um Mana. Ist, durch diese ganzen Viecher kriege ich wieder richtig viele Zähne. Kann ich mir wieder einige scharfe Pfeile machen. So, und hier wimmelt es doch von Sandcrawlern. Hier komme ich immer besser mit den leichten Schlägen. Klar, wenn ich die mache, oder geht das auch? Doch, die gehen auch bei denen. Sonst, ich glaube, die normalen Minecrawler, die blocken immer. Schade, dass ich nicht aus den Crawler-Zangen auch Pfeile machen kann.
Aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo so ein Rezept. Kann ja auch sein. Oder warte mal, ich sollte vielleicht erstmal die Quests annehmen. Bevor ich die mache. Weil da gab es ja auch noch irgendwie so eine Quest, dass man so ein Limit hatte und sich nützlich machen sollte. Nun, bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran, ich will, dass du die zähen Mistviecher erledigst. Alles klar, Chef. Willkommen in Benerai. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe, aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Reden wir ein bisschen. Gut. Pass auf, es gibt drei Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke, die kann ich dir verkaufen. Hm. Okay, es gibt da noch mehr Informationen. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Wo in diesem Land kann ein professioneller Dieb reich werden? In der Tempelstadt Bakaresh befindet sich das Heiligtum von Belia. Die Assassinen spenden regelmäßig an dem Tempel. Das Gold geht natürlich nicht an Belia. Die dunklen Magier bereichern sich an ihn. Sie bewahren es in einer Truhe in ihrer Schatzkammer auf. Woher weißt du das? Es ist ganz einfach. Ich war früher einer der Wächter dieser Schatzkammer. Ah ja. Ist es möglich, hier etwas Besonderes zu bekommen? Der Alchemist hat eine große Truhe, die nicht geöffnet werden kann. Ich wette, dass sie etwas Wertvolles enthält. Okay. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Okay, der kann mir sonst nichts beibringen. Zeig mir deine Ware. Aber der hat noch Zeug. So, das wird zu viel wert hier.
Okay. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabius Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Oh. Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich seh mich mal um. Ja, das kenne ich. Aber mir machst du nichts vor. Du bist hier, weil du scharf auf schnelles Gold bist. In Benerai haben sie ja eine Mine. Da ist bestimmt was zu holen, ne? Aber du wirst die Stollen nicht betreten, klar? Jedenfalls nicht, solange du dich vorher nicht nützlich gemacht hast. Ich sage dir was. Du gefällst mir nicht. Und deshalb werde ich dich im Auge behalten. Geh zu Sancho und lass dir Arbeit geben, sonst... Sonst was? Sonst muss ich annehmen, dass du nur hier bist, um das Gold zu stehlen. Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, also beeil dich lieber. Was machst du hier? Ich schütze das Gold und pass auf, dass nicht jeder Fremde anfängt zu buddeln. Wichtig für dich ist nur, ich beschütze das Gold. Klar? Klar. Truhe des Alchemisten. Ich kann ihn nochmal bestehlen. Sieh, was ist das da in der Ferne? Ah ja. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Am liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern. Mach das doch. Bist du verrückt? Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Tagebuch. Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. So, also, du musst erstmal. Warum? Du musst. Hier sind deine Kaktusblüten. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Danke, Chef. Zeig mir deine Ware. So, du hast auf jeden Fall Heiltränke, das ist gut. Das ist gut. Okay. Was willst du? Hier steht was über Alchemie. Schön, wir haben jetzt schon genug Alchemie, um... Ah ne, permanente Tränke braucht 100 Alchemie. Krass. Mana-Tränke brauen müssen wir auch lernen. Ja, ja. Hast du Arbeit für mich? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakyor der Löwe. Er hat Lago überfallen. Hurit, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Und Jespas. Er lauert an den Wegen und überfällt Reisende. Jespas wird niemanden mehr überfallen. Gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Jetzt ist der Weg nach Braga wieder sicher. Hier ist dein Gold.
Zeig mir dein Wasser. Woher hast du den Erzrohling? Da war so ein Kerl, noch nicht lange her, der brauchte Wasser und hatte kein Gold. Weißt du, wer der Kerl war? Mein Gedächtnis ist schwach. Hier, vielleicht hilft das deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge. Ja, jetzt erinnere ich mich. Das war Sugut aus Bensala. Ich glaube, er arbeitet für den Alchemisten. Nachdem er das Wasser hatte, ist er gleich nach Süden. Ah ja. Sugut. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Naja, dann gehen wir jetzt mal Sandcrawler töten. Obwohl, wir können noch einen lustigen Dialog anhören. Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Egal, lass ihn in Ruhe, wir brauchen ihn. Ich liebe einfach diesen Satz, wer das sagt. Naja, gehen wir mal Crawler töten. Wir sollten ja noch einige rumlungern. Seht ihr, die blocken jetzt immer. Bei der Attacke blocken sie komischerweise nicht so. Wird abwechselnd. Junge, da sind aber noch einige. Ich hoffe, wie die gerade alle auseinandergeflogen sind. Oh. Ja, ist doch gut. Beruhigt euch auch alle mal. Hier ruckelt es ja total. Was ist denn jetzt los? Das sind so richtig so komplette Einbrüche. Das liegt aber irgendwie daran, wie die laufen, ne? Weil immer wenn die dann gestroffen werden, dann ist es für einen Moment wieder flüssig und dann geht's wieder nicht. Ganz komisch. Naja. So, mir fehlen jetzt noch 2 Lernpunkte. Oh, was geht denn da ab? Alter, ist das Ding riesig.
Holy shit, ist das Ding groß. Weg. Wie kann ich jetzt keinen mehr treffen? Also diese Mindcrawler-Königin ist schon unangenehm. Oh, die macht auch viel Schaden. Wir haben doch schon mal so eine gesehen in Mythana in dieser Höhle, aber war die auch so groß? Weiß gar nicht mehr. Wie viele Mal habe ich das eigentlich schon diese Folge gesagt? Schon 10 Mal. Kann ich dich blocken? Nice. Na, das war es immer noch nicht, das sind immer noch mehr. Okay. Abgebrochen. 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 Schutz vor Feuer. Eher langweilig, das Amulett. Grundstücke. Achso, ich habe noch dieses Tagebuch, ne? Von dem Alchemisten, das habe ich noch vergessen. Wo ist es denn? Da. Heute habe ich entdeckt, dass der Schlüssel zu meiner Truhe verschwunden ist. Ich hätte schwören können, dass dieser Kiffer aus Lago, der wegen der Halttränke vorbeikam, etwas damit zu tun hat. Wenn er noch einmal hier auftaucht, werde ich ihm Gift unterjubeln. Aha. Mach hier keinen Ärger, klar? Die Crawler sind Geschichte. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. Danke. Zählt das jetzt schon als irgendwas erledigt? Nee, ne? Halt! Keinen Schritt weiter! So, ah, doch. Du hast dich also nützlich gemacht. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Oh, schön. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Lass mich in Ruhe. Ruhe.
Schöner Grafikfehler da hinten. So, dann sagen wir hier mal Hallo. Wie läuft das Geschäft? Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibur Narrat dir helfen? Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Alles klar? Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Die Bedeutung des Kleinen im Großen. Das Große im Kleinen. Hast du? Ja. Willst du was? Es ist wirklich gutes Zeug, oh sinnverfremdender Freund. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein, das ist mir viel zu anstrengend geworden. Ich ziehe mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das musste ich direkt aufzeichnen. Kann ich die Zeichnung haben? Hey Mann, das ist meine Erfindung. Die gebe ich nicht so einfach her. Kann ich dich irgendwie überreden? Also ich hätte da eine Idee. Bring mir 5 Felle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in Nordmar. Du willst mich verarschen. Felle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraucht? Musst du echt mal machen. Das ist wie Fliegen. Ich probiere gerade viele Felle durch. Das von weißen Wölfen fehlt mir noch. Sind wir im Geschäft? Ich bring dir die Felle. Aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht. Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen. Der alte Sibur hält, was er verspricht. Vertrau mir, o Sohn des Misstrauens. Was ist so los im Lago? Seit Rasulje ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio. Aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Jo, danke. Auch einer der besten Dialoge hier. Was bewachst du hier? Musst du nicht wissen. Ich? Nein. Aber? Auf keinen Fall. Welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen? Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen, einen Ork und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Wohl nicht.
Alles klar. Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja, aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakyor angeführt. Und ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Was weißt du über diesen Shakyor? Die Sklaven nennen ihn den Löwen. Manche behaupten, er sei kein Mensch, sondern ein Tiermensch. Ein Druide. Und was glaubst du? Ich habe ihn kämpfen sehen. Und ich sage, er ist ein Räuber. Ja, er hat einen Löwen an seiner Seite. Aber das macht ihn nicht unbesiegbar. Was soll mit Shakyor geschehen? Solange er sich in der Gegend rumtreibt, werden wir keine ruhige Nacht mehr haben. Er soll verschwinden. Möglichst für immer. Du hast einen Gefangenen. Genau. Ich habe einen Gefangenen. Und solange ich den Schlüssel habe, wird niemand mit ihm sprechen. Wer ist der Gefangene? Er ist ein großes Risiko. Und nein, ich werde dir nicht sagen, wer mein Gefangener ist. Das wissen eh schon zu viele. Nun frag mich nicht weiter nach Dingen, die dich nichts angehen. Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Klar. Wir haben extra eine Grube ausgehoben. Wenn du kämpfen willst, sprichst du mit mir. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Du kannst gegen Grubutz kämpfen. Oder gegen Mamuk. Dann will ich... Nein. Warte. So läuft das nicht. Du wirst erst gegen Mamuk kämpfen. Danach kannst du gegen Grubutz antreten. Lass mich gegen Mamuk kämpfen. Von mir aus gerne. Aber ich frage mich, ob Mamuk das überhaupt noch schafft. Seit Rasul das Kraut anbaut, ist er ständig dicht. Naja, ein paar Schläge werden ihm nicht schaden. Sieh mal zu, dass du ihn in die Arena kriegst. Ja, das kann ja was werden. Wo ist er denn? Hat hier nicht gerade jemand einen Kampf angefangen oder so? Die Biester geben keine Ruhe, hat doch irgendjemand gesagt, oder? Ach, da vorne. Was baust du hier an? Sumpfkraut, Mann. Reines, feines Sumpfkraut. Hier, nimm mal eine Kostprobe. Ich verkaufe auch Pakete. Das Zeug ist begehrt. Also verpasse nicht die Chance, dir ein paar mitzunehmen. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird ein Vermögen dafür zahlen. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Ja, das denken alle. Aber sieh dich doch mal um. Es wächst schneller, als ich es rauchen kann. Die Bedingungen sind ideal. Jede Menge Sonne, frische Brisen. Das macht den Blütenstaub unglaublich fein. Ich schaffe alle paar Wochen eine Ernte. Wenn sich nicht gerade die Blutfliegen oder Nomaden darüber hermachen. Blutfliegen stehen auf Sumpfkraut? Tja, die Mistviecher wissen anscheinend, was gut ist. Sie haben mir schon ein paar Ernten versaut. Du verstehst was von Pflanzen. Und nicht nur das. Ich verstehe auch was von Tränken. Ich war vorher in Ben Erai. Eusebio hat mir eine Menge beigebracht. Was weißt du über die Nomaden? Diese Penner, sie haben die Sklaven befreit und meine Ernte gestohlen. Ich meine, das kann ich ja noch verstehen, aber... Ein paar von ihnen sind mitten durch meine Pflanzen getrampelt. Penner! Warum haben sie dich nicht befreit? Mich befreien? Und wer kümmert sich um die Pflanzen, wenn ich weg bin? Nein, ich gehe nicht weg. Hier gibt's genug für mich zu tun. Weißt du etwas über den Gefangenen? Hey, Mann, das ist aber eine ganz unentspannte Frage. Also, was weißt du? Ich weiß nur, dass Fabio keinen Ärger will. Deshalb will er nicht, dass darüber gequatscht wird. Du weißt also nichts?
Hey Mann, was glaubst du? Ich bin hier der Gärtner, nicht der Folterknecht. Ich kann mich einmal um die Blutfliegen kümmern. Mann, ich hab's nicht gewagt, dich danach zu fragen. Aber weißt du was? Ich lasse ein Paket Original Lago Sumpfkraut springen, wenn du die Biester vertreibst. Hey, wer für mich arbeitet, der soll auch genießen. Hier, rauch mal einen und lass dir Zeit. Die Biester fliegen nicht von alleine weg. Leider. Zeig mir deine Ware. Ich denke, die nehme ich alle mal mit. Die Pakete. Was? Was ist los? Was machst du hier? So wenig wie möglich. Warum sollte ich auch irgendwas machen? Mann, hier wächst überall Sumpfkraut. Es ist traumhaft. Weißt du, wer der Gefangene ist? Wer? Ich? Nein, ich weiß nichts. Komm schon, ich sag's auch nicht weiter. Hey Mann, ich rauch vielleicht zu viel, aber ich bin nicht blöd. Was verlangst du für den Namen? Weißt du, es gibt nichts, dass du... Warte mal, Fabio wollte doch irgendwas von mir. Was war das noch? Weniger rauchen? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich sollte mich um die Lurker an der Küste kümmern. Also bring mir ein paar Lurker heute und Klauen, sagen wir, jeweils 10 Stück. Die kann ich dann Fabio zeigen und du kriegst den Namen. Alles klar? Wo finde ich die Lurker? An der Küste. Geh einfach ein Stück die Küste entlang. Da gibt es echt viele von den Viechern. Ach, noch eins. Bring mir die Trophäen alle auf einmal. Sonst vergesse ich bestimmt, wie viel du mir schon gegeben hast. Hier sind deine Lurker-Trophäen. Hey, hey, hey! Danke, Mann! Du hast es echt drauf, was? Jetzt sag mir, was du weißt. Was würdest du sagen, wenn ich den Namen gar nicht kenne? Dann würde ich gar nichts sagen. Dann würde ich dir sehr, sehr wehtun. War nur ein Scherz, Mann. Also pass auf. Der Gefangene ist einer der Wassermagier. Er ist ziemlich alt und sein Name ist Vatras. Tja, jetzt weißt du es. Warum nicht gleich so? Aber sei vorsichtig. Wenn Fabio das rauskriegt, sind wir beide dran. Okay. Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht lieber einen rauchen? Hm? Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Mann, du warst noch nie richtig breit, was? Vater der Abstinenz. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. Ich glaube, der Arena-Kampf wird schrecklich, weil er weithändigen Kampf beherrscht. Und deswegen verschiebe ich den Arena-Kampf einfach mal auf die nächste Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.